Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Surviving the Aftermath. Da sind wir mal wieder, Colonist Scarlet ist verstrahlt. Ja, verstrahlt sind wir ja auch, schönes Reinschaltet, wenn es dir gefällt, du mehr Folgen sehen willst von Surviving the Aftermath. Jo, gerne aktiv sein, Like da lassen liebe Leute, vielen Dank. Auf geht's. Wollen wir mal gucken, kleine neue Aufnahmesession. Die Weihnachtsfeiertage sind, ja, eigentlich kann man sagen, im Sinne rum. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtsfeiertage. Und ja, jetzt zwischen den Tagen, ne, Richtung neues Jahr. Und mal schauen, ne, dass das auch alles dann gut über die Bühne geht. Wir haben zu viel Strom, wissen wir. Wir haben jetzt mittlerweile wieder sehr, sehr viel Wasser, wissen wir auch. Wir haben Hammer viel zu futtern. Ich habe kein Ding. Wir haben 6 Kinder, die sogar, glaube ich, alle in die Schule gehen. Genau. Und wir bauen relativ viel Wege. Die wir beim letzten Mal genau geplant haben. Wir wollten noch eine dritte oder sind auch dabei. Eine dritte Umweltstation zu bauen. Die ist hier. Dafür haben wir gerade diese Elektronikteile beim letzten Mal noch zur Base gebracht. Genau. Und fehlt noch ein bisschen was von dem Metall. Da haben wir aber natürlich diese eine Spezialistin, die wir haben. Die hat so viel Zeugs davon mit, dass es ein bisschen ungeschickt war, dass wir mit der nicht erstmal zur Base gelaufen sind, um das abzugeben. Nö, nö, die läuft jetzt erstmal damit durch die Valla Pampa. Und irgendwann nehmen wir ihr das mal ab. So, hier kommt ein weiteres Wohnhaus hin, einfach damit wir die Häuser nicht so überlaufen sind. Ne? Die brauchen ja mal, die wollen vielleicht auch zu zweit oder zu dritt mal in Ruhe wohnen. Ich habe noch nicht mitgekriegt, dass die Bewohner hier Nachwuchs kriegen. Weiß nicht, ob sie es nicht kriegen oder ob es einfach an uns vorbeigegangen ist. Weiß nicht, ob ihr was mitgekriegt habt. Falls ja, schreibt's rein. Ne? Ich habe keine Ahnung. Glaube nicht. Jetzt hänge ich hier gerade im falschen Programm fest. So, alles gut. Was nicht so gut ist, ist dieser Atommülllager. Ich traue mich nicht zu testen, was passiert, wenn ich es abreiße. Ne? Nicht, dass hier auf einmal alles verstrahlt ist. Wäre dann irgendwie ungünstig. Mal kurz mal gucken, wo machen wir eigentlich sauber? Hier machen wir sauber. Haben wir es auch. Das ist ja frech. Dann oben kommt ja bald was Neues. Wir verlegen mal die Arbeitszone hier hin. Ne? Erstmal in der Nähe wegkriegen. Hier haben wir auch ja, 30, 30, 60, 150, 120. Keine Zementstätte ist leer. Nur die Steine. Aber daran arbeiten wir ja schon. Eine weg ist, dann können wir hier die Straße mal zu Ende bauen. Also ich, da baue ich schon ziemlich lange dran. Trotzdem bauen sie hier irgendwie nicht fertig. So, und dann gehen wir hier rüber. Das ist aber dieses, das ist, glaube ich, die größte Verseuchungsstelle überhaupt, die hier direkt im Weg ist. Ne? Hier 90 als Einzelstelle. Dann würde es hier wahrscheinlich weitergehen, aber das kann man dann mal ein bisschen warten. Hier fehlt auch Weg. Hier haben wir eine unterirdische Zementmine. Hier haben wir noch ordentlich Metall. Das Metall, glaube ich, sammeln wir auch schon. Und hier könnten wir den ersten Bagger hinsetzen, der für uns Steine buddelt. Baumenü. Ach, ich weiß immer nicht. Das heißt. So, der Zementextraktor. Produktion 7 Steine. Muss hier irgendwie mit rein, ne? In diesem Bereich, weiß ich nicht genau, ob wir es hier reinpacken dürfen, einfach. Kann hier komplett rübergesetzt werden. Dann mache ich das einfach mal. Und Straße soll ja, soll mit Straße verbunden werden, na klar. So. Viele, viele Baupläne. Wir gehen zurück auf die Weltkarte, denn wir dürfen laufen. Hier haben wir Forschung. Haben wir viel Forschung aufgetan, aber sie kann immer nur 150. Deswegen will ich mit der eigentlich lieber weiterlaufen und da demnächst einen anderen hinschicken. Lieber hier noch ein bisschen gucken, wollte ich gerade sagen. Und ein paar Leute sonst erledigen. Die können nämlich auch nur 105. Wir haben eigentlich praktisch genau die falschen immer vor Ort. Und ich kann, also das würde ich mir auch wünschen, dass man die noch so ein bisschen schulen kann. Ne? Einfach mal eine Runde aussetzen lassen, ein bisschen was lernen, ein bisschen besser werden. Das wäre doch
hervorragend eigentlich. Ja, das soll sich denn da mal hin auf den Weg machen. Und ja, die sind plündern auch ganz gut eigentlich. Die kann immer viel mitnehmen, ne? Die kann Dreier plündern. 10 Werkzeuge auf einmal zum Beispiel. Roger. Metall. Naja, 69 Metall. Eigentlich echt eine Überlegung, demnächst mit der zurückzulaufen. Noch irgendwas sich hier zu holen und dann zurückzulaufen. Wie gut ist die im Plündern? Die sind Zweierplünderer. Die Baustelle ist groß. Bin mal gespannt, ob die da diese Steine denn abbauen können. Eigentlich sollten sie es können. Hier ist auch viel Verseuchung, ne? Und dann muss das hier noch weg. Können wir die Arbeitszone hier verlegen, dann ist das nämlich halbwegs mit im Bereich. Baumaterialien nicht ausreichend für Wohnhaus. Klar. Was ist denn hier so viel? So viel Holz. Was macht denn das Handelshaus? 2 aktive Routen. Karotten könnten wir noch und Little Teile könnten wir ranholen. Aber klappt aktuell nicht. Dann müssen wir noch ein zweites Handelszentrum bauen. Wichtig ist hier, Priorität wird gebaut. Bald können wir auch hier oben anfangen, den direkt an der Straße liegenden Müll mal zu entsorgen, weil grün ist es nicht. Das werden wir dann auf jeden Fall mal erledigen. Nicht ausreichend Zement. Ach komm. Bild an den Stein. Aber hier der Weg kommt langsam voran, ne? Immerhin. Also die Siedlung wird eh groß. Also wir haben ja viel Land. Und ich hatte in den letzten Folgen ja erzählt, die Überlegung ist eigentlich erstmal. Genau. Müll. Ja, ne? Das hier alles mal wegkriegen. Erstmal alles säubern. Dann haben wir nämlich Platz und wissen auch, wo wir ausbreiten können. Gerade auch dieses immer so naheliegende Zeugs hier, das muss mal alles weg. Ist doch nicht schön. 34, 49, 29. Die haben aber auch, doch das zweite Atommülllager ist fertig, das ist gut. Das hier wird mit Sicherheit noch gefüllt und dann können die hier mit loslegen. Hier wollen wir noch Straßen bauen. Wir haben so ein bisschen Problem mit dem aufforstenden Förster, ne? Ich finde das ein bisschen. Vielleicht brauchen wir noch einen zweiten Förster. Das Sägewerk. Ansonsten können wir natürlich auch mal eine Pause gönnen. Dem Sägewerk auch einfach mal eine Pause gönnen. Warum nicht? Wir haben 240 Holz. Solange wir davon so viel haben, lassen wir doch erstmal den Förster nur aufförstern. Und den Holzfäller, das ist der für Brennholz. Den verlegen wir denn dahin. Weil Fleisch, Wildfleisch haben wir genug, also guck mal, Kombi mal 160, Gemüse mal 90, wir könnten uns hier mal was anderes kochen lassen. Wieso immer Gemüse, warum nicht einfach mal, ne, Insekten können wir nicht. Gemischte Mahlzeit und Fleisch mal. Fleischmahlzeiten müssen auch mal sein. Handelskonvoi ist eingetroffen und die Spezies sind wieder einsatzbereit. Muss ich mich noch dran gewöhnen. Karotten. Holen wir mal ein paar Karotten ins Dorf. Wenn wir schon Dorf. Im Griff, du bist ja voller Energie, ne? Die kann. Naja, nur ein weniger. Das war nicht so gut. Ach, überlege ich noch, was ich want. Ich glaube, ich want, dass sie weiterläuft und mehr erkundet. Oder wir das mit dem Blech zurücklaufen, weil wir sonst gar kein Blech aktuell kriegen. Naja, ich bin mir sicher, besser ist.
Bis dahin müssen wir schon. Ist weit. So, Forscher. Ach, das war auch ungeschickt. Ich hätte 5 laufen können, einmatten. Das müssen wir auch noch ein bisschen lernen, dass wir auch beim Vorlaufen das Thema mit Ressourcen bedenken sollten, ne? Wenn man dann irgendwie, ne, kann man besser nochmal was mitnehmen und dann beim nächsten Mal gucken. Auch mal Forschung, Leute. Wir sind durch. Wir haben hier krass viel Forschung. Und die ist ja auch eine gute Forschung. Die holt das richtig schnell raus. 2 Runden so ungefähr, dann ist das alles erledigt. Perfekt. Ich freue mich auf die nächsten Forschungsdinger. Da werden wir auf jeden Fall dieses Jahr, da schaffen wir dieses Jahr noch. Wie viele Folgen haben wir eigentlich dieses Jahr noch? Jetzt muss ich überlegen. Muss mal schnell auf den Kalender gucken. Das ist tatsächlich schon 28, 29. Ja, 2 noch mehr. 2 Folgen noch mehr. Glaube ich. Dann war es das schon für dieses Jahr. Eine neue Überlebenstruppe. 7 Erwachsene, 1 Kind. Ein bisschen trocken. Ja, komm. Da war sogar ein Spezi bei. Glaube ich. Wo durch Werkzeug arbeitet. 18 Leute. Und wir brauchen gerade eine neue Umweltstation, die hier säubern soll. Wir müssen nur ein bisschen nach die immer schön was zu tun haben. Unsere 3 Umweltstationen. Aber die hat lange zu tun, ne? Wir haben keine Elektronikkomponenten mehr, dann kann wahrscheinlich der Bagger gar nicht zu Ende gebaut werden. Oder? Ne, also beides fehlt. Metallplatten und Steine fehlen auch. Sollten jetzt aber eigentlich durch noch mehr Transport, alle die neu gekommen sind, können sich nur um Transportieren kümmern, ne? Das ist natürlich genial. Also Hütten sind aber auch voller geworden dadurch wahrscheinlich. Jetzt mal 2 einstellen, weil das sind bestimmt irgendwie, müssen wir gucken. Wer ist er? Makeda. Sie kann 3 Führungen, sie kann 2 Forschung, kann 2 plündern. Ich würde so gerne noch mal per Punkte vergeben können. Das wäre ein cooles Feature, ne? I want. Elektronikteile zum Beispiel. Ist er noch? 15. Ganz klar, I want Elektronikteile. Und I want, dass die Straßen endlich gebaut werden. Warum bremst das so? Toll. Hier ist nix. Können wir noch irgendwas. Da hinten ist noch was an Steine. Hier im näheren Bereich ist nichts mehr. Das sieht man ja immer so, wenn man das so schön abscannt. Ja, hol doch noch die Steine da raus. Die scheinen mir nicht erreichbar zu sein. Wenn die holen die tatsächlich von hier unten. Oh ja, da sind 10 weniger. Das ist gut. Hätte ich nicht gedacht. Und hier könnt ihr auch nicht Zement abbauen. Da haben wir schon gut was besiedelt. Ja, hier ist natürlich noch Land, das ist schon praktisch. Essen, was sollen wir hier machen? Wartet auf Ernte. Mal lassen wir das. Wartet auf Ernte. Wartet auf Ernte. Aber irgendwann haben wir vielleicht auch zu viel Essen im Lager. Na okay, 29%, es geht. Wir wollen jetzt ein paar Fleischmahlzeiten produzieren, weil wir relativ viel Gemüse und Gemischte schon haben, aber relativ wenig Fleischmahlzeiten. Ich glaube auch noch mehr Wildfallen dafür. So, die Spezies sind wieder einsatzbereit, aber ich will erstmal nicht bauen hier. Oder? Passt schon. So, nochmal kämpfen.
Da muss doch was zu holen sein. Der hat doch echt geschickterweise. Tisch, tisch, tisch. Hier, dicke Kombi. Oh. Hier, das. Echt gut. Angriff, 11, Verteidigung, 4. Das schaffen wir nicht. Wir laufen ja so ein bisschen. Aber da wir jetzt nicht komplett zurücklaufen auf einmal, nehmen wir hier jetzt noch ein paar Elektronikteile mit. Wir waren noch nicht durch. So, endlich wieder Forschung. Nicht zu knapp. Und was er kann, kann sie auch. 500 Forschungspunkte. Oh. Da können wir richtig Gas geben. So, und du sollst auch noch ein bisschen Elektronik holen, ne? 5 Spezialisten haben wir jetzt bald im Einsatz. Da kann man echt mal was reißen, das muss man ganz klar sagen. Ne? Das ist mega cool. 723 Forschungspunkte. Aber ich lasse jetzt die Leute hier erstmal machen. Das ist meine Überlegung. Ich lasse sie erstmal machen. Heißt, mit der Hoffnung, dass die letzten Straßen gebaut werden. Brennholz, haben wir so viel. Ja, wir haben auch echt 136 Brennholz übrig. Dann lass doch den Förster auch einfach erstmal nichts machen. Ja, also hier den Holzfäller. Nur der Förster hier forstet so ein bisschen auf. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, wäre noch eine weitere Jagdhütte. Und noch so ein Fallensteller, der hier in der Gegend den Fallen stellt. Oder? Nein. Haben so viel zu essen, dann sollen sie einfach Gemüse essen. Was haben wir denn noch mehr? Nee. So, wenn wir keine Verletzten haben, dann brauchen wir auch nicht so viel Ärzte. Hier mal einen raus. Hier ist einer drin, das passt schon. 16 Leute, die Transport 75, ne? Gesamtbevölkerung 75. 16 Träger, 54 Arbeiter, insgesamt 70 Erwachsene und 5 Kinder. Wieder ein Kind volljährig geworden vor kurzem scheinbar. Hier fehlt noch Straße. Ich weiß nicht, warum ihr das nicht baut. Jungs. Wenn ihr das bauen würdet, könnt ihr hier vielleicht auch besser laufen. Aber es sind halt, ne? Die haben immer irgendwo auch zum Transportieren von A nach B. Und deswegen glaube ich, ist gut, dass wir jetzt ein paar mehr Leute haben zum Transportieren. 20 Steine. Metall muss ich erholen, aber... Das kriegen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge ran, weil wir echt wenig davon haben. Ganz wichtig, danach mal zu suchen. Aktiv nach neuen Metallzonen. Ich glaube, eine hatten wir hier oben noch, ne? Da, wo wir das, genau, hier, 3300 unterirdisches Metall. Das müssen wir mit dem Bagger mal da irgendwie rausholen. Wäre dann noch ein weiterer interessanter Bauplan. Ja, wir kommen auch ohne Katastrophen ganz gut aus und von daher passt das. Ich würde sagen, gerade ganz entspannt hier. Bei dem können wir keine Arbeitszone verlegen. Wir gehen noch einmal die Umweltstation durch. Da ist noch nichts passiert. Hier ist es auch noch nichts passiert. Hier, der ist gleich weg. Perfekt. Das ist schön. Das Lager hier ist voll. Kann ich aber auch nicht. Kann ich das verkaufen? Will jemand Atommüll kaufen? Das Lager ist voll. Alles, ne, verseucht hier das Zeugs. Unten hatten wir gesehen, die haben noch. Haben hier auch ganz große Bereiche mit drin. Aber das ist auch gleich. Das ist perfekt. Zugleich sind zwei nervige Lagerstätten weg. Hier ist es noch ein bisschen länger zu tun. Hier ist auch hammer viel. Aber trotzdem, wir kommen voran. Ich würde sagen, Spezies, nächste Runde wieder. Mehr Forschung und dann gucken wir mal, was wir uns... Genau. Sorry, dann frei forschen. Bis dann, vielen Dank und tschüss.